Ja, hallo, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu einem neuen Let's Test am Sonntag von mir. Wie ich ja, falls es einige schon mitgekriegt haben, am Ende von dem Let's Show von Out of Survive 2 angekündigt habe, wollte ich noch zwei weitere Let's Shows, beziehungsweise dieses Mal ist es ein Let's Test, hinterherbringen und mich dann endgültig dafür entscheiden, was ich als Sonntagsprojekt nehme. Also eins von diesen drei Sachen. Jetzt sind wir bei dem zweiten Kandidaten, nämlich Vaporum. Das ist ein Dungeon Crawler, der vor kurzem erst erschienen ist auf Steam. Und zwar nicht im Early Access, sondern in der Final Version. Steht sogar hier unten Steam Full Release Build. Und ja, ich weiß noch nicht viel drüber. Ist wie gesagt ein Let's Test, das heißt, das Spiel ist noch neu für mich. Ich weiß nur, wie man sehen kann, es hat eine. Ja, man kann es schlecht sehen an den Rohren halt. Es ist ein Steampunk-Setting. Also viel mit Dampf und so weiter. Erinnert ein bisschen von den Bildern und den Videos, was ich. Dem Trailer, was ich gesehen habe, an Bioshock. Nur, dass es halt ein Dungeon-Crawler ist. Also, Bioshock hatte zwar ein paar kleine Rollenspielelemente, wie Geld und Upgrades und so weiter. Aber als Dungeon Crawler denke ich mal, dass das hier einen größeren Schwerpunkt aufs Rollenspiel hat. Ich habe schon die ganzen Einstellungen vorgenommen an Grafik und an Sound, dass es nicht zu so sehr in den Ohren dröhnt. Und ich denke mal, wir starten jetzt einfach ein New Game. Wobei, wir können uns kurz die Instructions angucken. Die habe ich mir nämlich nur die erste Seite mal durchgelesen. Also Standard Movement, wie man es von Dungeon Crawlern kennt. WASD, vorwärts, rückwärts, links, rechts. Q und E zum Drehen. Wie bei Legend of Grimrock halt. Und ja, ich mag Dungeon Crawler. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Deswegen dieses Let's Test auch. Mit dem Mausrad umsehen. Mit F1 kann man sich die Instructions nochmal angucken. Ah, wie bei Legend of Grimrock können wir mit Tab die Minim die Automap öffnen. Was immer wieder praktisch ist. Da ich keine Lust habe, während dem Let's Play hier zu sitzen und Karten zu zeichnen. Integrity. This is the Integrity Red Bar of your Exo-Rig protecting you from level hazards and enemy attacks. If it drops to zero, you will die. You can restore your Integrity by using Repair Kits. Ja, und das Exo-Rig ist auch eine Besonderheit von dem Spiel, was ich in der Beschreibung gelesen habe. Man levelt halt nicht auf, sondern verbessert sein Exo-Rig und kann auch die Verbesserungen hin und her tauschen. Da bin ich mal gespannt, was man sich darunter vorstellen kann. Und ja, mit R können wir uns heilen. Ach ja, man ist übrigens Solo. Es ist also kein Gruppen-Dungeon-Crawler, sondern ein Solo-Spieler-Dungeon-Crawler. Um das noch hinzuzufügen. Inventory. This is where you can store your items and also equip them into your hands. Armor slots, gadget slots. Press E to access your inventory. Press L and B. Ja, das kennen wir alles. You can take all items from a container pressing Space. Saving process mit F5 und F9 wird geladen. Throwing. You can drop any item you find, ob spit on the ground or can throw items. Weapons. You can use weapons to deal direct damage to enemies or destructible objects. Also ja, linke Maustaste, rechte Maustaste für die beiden Hände. Also wenn man Dual Wielden tut. Und ich kann mit Z zwischen den Weapon Sets switchen, was hier ein bisschen ungünstig ist, weil Z bei mir ein bisschen weit weg ist. Firearms gibt es natürlich auch, ist Steampunk Setting. Also hier ist es eine ganz no normale piratenmäßige Knarre. Oder was halt die Dragoner und so getragen haben, brauchen Munition. Man muss es nur im Inventory haben, okay. Dual Wielding. Ah ja, wenn ich Dual Wielde, dann habe ich ein Handicap. Gut. Gadgets. Ja, apart from your weapons, you will also find various thaumaturgical gadgets you can use. Gibt's noch viele Seiten? Nein. You can use in combat or to outsmart enemies or buff yourself up to the temporary outcome. Press, ja, 1, 2, 3 drücken, um die Gadget-Slots zu aktivieren. Gadget-Slots are powerful, but drain also energy. Yellow bar.
Energy slowly replenish on its own, but you need to increase the maximum amount and the wagon weight if you wish to use gadgets more often. Also das ist sowas wie Mana und ich denke mal T ist dann die Mana-Flasche. Combat Rig Level. As you destroy enemies, your rig will gain Fuminium and after acquiring enough Fuminium will up a level, increasing the overall power. You also gain circuit points which you can use to unlock or improve circuits. Circuits significantly improve your power in the given area. At higher ranks you will unlock models which further increase your power in various ways. You will come across fumium capacitors which grants you fumium permanently when you consume them. Also sogar level up potions gibt's. Okay, das heißt new game. Difficulty lassen wir mal auf normal. Oldschool Mod, den gibt's auch, kennt man auch von Legend of Grimrob, also die Automap deaktivieren. Das lassen wir mal schön aus. Elite-Modus. Kein manuell speichern, also so ähnlich wie bei Legend of Grimrob 2 mit den blauen Kristallen, dass man nur an denen speichern kann. Movement Type lassen wir mal Classical. Weil ich es halt gern mag in solchen Dungeon Crawler mich Teil für Teil fortzubewegen, also Quadrat für Quadrat und nicht einfach vorwärts gedrückt halten und bis gegen die Wand klatschen. Game Tipps lassen wir mal on und starten einfach mal. Oh, wir haben ein Intro. Salty stench of sea and chilling gale at my back awakened me from a disturbed dream. Dream filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. In the distance, a monumental metallic monster, as if grown into the rocks, loomed over the sky. Despite the fear this colossus exuded, I was attracted to it somehow. With nothing to lose, I went after the light. Thorough examination brought nothing. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. Then I realized I had no memory of anything before I found myself on the rock. But I felt a strong connection to the giant in front of me. And at that exact moment, a sound echoed through the air. Invading my body as if identifying me. I braced myself and entered. Also ja, wir konnten auch kein Geschlecht oder so weiter auswählen. Wir sind halt einfach ein Typ. Ohne Gedächtnis, der irgendwie auf einem Felsen mitten im Ozean aufgewacht ist. Ich habe mir nämlich gerade schon beim Intro gedacht, toll, ich habe geträumt. Und jetzt bin ich auf einem Felsen. Wie bin ich auf diesen Felsen gekommen? Da war noch gerade unsere Silhouette. Movement, ja. Well, I'm inside now, but I'm not sure that's a good thing. Und ja, das meinte ich mit teilweise vorwärts laufen. So. Ah, okay. Pumpen aktivieren, also so sieht das Interaktionssymbol hier wohl aus. Um zu zeigen, hier kann man was machen. Into the Monster. Und ja, es sieht schon ziemlich Steampunk-mäßig aus. Legen wir mal den Hebel um, das geht sehr schön.
Tür auf und zu machen. Und ich muss sagen, die Grafik ist auch sehr gelungen und atmosphärisch. Aber ich werde wahrscheinlich wieder nachhellen müssen. Ich will es halt im dunklen Modus spielen. Na, die kann ich nicht zerschlagen, weil ich noch keine Waffe habe. Ich kann nur die da wegschieben. Die kann ich noch nicht öffnen, die Türe. Hm. Jetzt ist sie offen. Working Rig. We are working extra rig beyond this point at all times. Failure to do so may endanger the life of others and your own. Also trag immer ein Exo-Rig nach diesem Punkt, zu jeder Zeit. Fehler können dazu führen, dass die Leben von anderen und dir selber gefährdet werden. Ja, Saving Process. Können wir mal gleich saven. Working Rig. Ja. Exo-Rig. You can now choose to equip one of three available Exo-Rigs from the containers. Each has a different strength over the others in a certain area. Ja, woher soll ich wissen, welches ist? Taumarig. Gain permanent tech bonus, also gain energy weapon below a threshold of energy. Plus 30% tech, plus 35 energy threshold, 75 energy weapon. Tech is a statistic that increases your energy reserves and damage outputs of gadgets. Nee, das ist sozusagen der Magier halt. Combat Rig. Also Magier spiele ich sowieso allgemein ungern. Combat Rig. Gain permanent combat bonus, also die Bonus Damage with every third successful weapon attack. Plus 30% Combat, Bonus Damage on every third successful attack. Combat is a statistic that increases the damage and the accuracy of weapon attacks. Okay, und das hier? Heavy Rig. Gain permanent toughness bonus. You have a chance to reflect an incoming attack to the attacker, taking no damage yourself. This chance is doubled when below a threshold of integrity. Plus 30% toughness, 25% reflect chance, integrity threshold 40%. Toughness is a statistic that increases weak integrity hit points and the likeliness of evading direct attacks. Ja, ich nehme mal das Heavy Rig, einfach weil es so klingt, als ob es für den Anfang das einfachste Rig ist. Also ich sehe halt nur Boni in den Rigs, keine Mali. This feels familiar. I don't know why, but it feels like it's a part of me. Wonder if the door lets me through now. Ja, press E für Inventory. Jo. Also das ist unser Inventar. Ja, wir haben bis jetzt nur zwei Gadget-Slots. Wir können aber Hand-Armor verschiedene reinpacken. Food-Armor, Body-Armor und die Hände halt. Wake-Level, Fumium-Supply, Energy und so weiter. Energy-Regeneration, Combat-Tech. Toughness ist halt hoch, das sind also die Attribute und hier sind halt die Stats. Aha. Circuits. Oh. Da gibt's ein paar. Blunt Weapons, Blade Weapons, Handguns, Rifles, Dual Wielding, Armor.
Blocking. Tauma Catalyzer. Fusion Conversion. Recharge Speed of Gadgets und Energy Regeneration. Also das sind Tech. Das ist mehr Integrity und Schutz. Und das hier sind halt die ganzen Waffensachen und Notes. Notes habe ich bis jetzt noch keine halt gefunden. Okay. Das heißt, ich kann mich mal weiter fortbewegen. Ich kann hier was öffnen. Und das kenne ich aus dem Trailer-Video. Das ist nämlich die erste Vorratskammer. Something for you. Morning, Kinley. Here's something to get you into the new crates with. Need them babies open by the evening. Don't do nothing stupid with the door. Chief Taylor. Okay. Das ist dann unsere erste Waffe. This will come in handy. And there's writing on it. Happy anniversary, Gordon. Who's Gordon? Ah, eine Anspielung auf Gordon Spengelmann, also Gordon Freeman. Ammunition. Nehme ich auch gerne mit. Das heißt, wir können jetzt Sachen zerdeppern. Also kann ich nochmal zurückgehen. Und kann hier mal ein Secret mir anschauen. Ein Repair Kit. Okay. Ist immer nicht schlecht. Ja, Integrity. Genau. Dirty Max. This secured nook look like a perfect place to hide my Dirty Max. Nothing beats Fancy Nancy, you know, but some jackass stole them. Hope they don't know they were mine. Adam Cray, Tellier. Gut, also wir haben hier was gefunden. Das können wir leider nicht zerdeppern. Aber wir können jetzt das hier zerdeppern. Gucken, ob wir da drin noch was finden. Aber sieht nicht ganz so danach aus. Und es gibt sogar ein bisschen Physik Engine. Bevor sich das Zeug auflöst. Sehr schön. Gut, das heißt, wir können mal einen Blick auf die Automap werfen. Wir sehen sogar Wasser und alles. Da sind wir halt reingekommen. Also hier müssten wir reingekommen sein. Oder auch nicht. Hä? Na doch, hier bin ich reingekommen. Achso, die Automap hat es erst nachher angefangen aufzuzeichnen, seitdem ich das Rig jetzt habe. Also ja, die Brechstange von Gordon Freeman aus Half-Life. So, das heißt, wir können uns hier der Vollständigkeit halber noch überall umschauen. Da bin ich mal auf die ersten Gegner gespannt. Und ja, es hat schon ein bisschen was vom Bioshock. Mit dem ganzen Untergrund und dem ganzen Dunkel und allem. So. Nichts zu plündern. Ja, Automap. Hier können wir aufmachen. Oh, unser erster Gegner. Hi, Kumpel. Der ist zum Glück ziemlich langsam, aber er verhält sich einigermaßen schlau. Er tut zum Beispiel strafen. So, 10 von mir. Das kannst du laut sagen. Hier haben wir eine Tür und hier ist noch eine zweite Tür. I need a key.
Require Swastiki. Oh, schön, dass es angezeigt wird, was für Schlüssel man braucht. Das heißt, wir müssen wohl hier weiter. Und ich finde es gemein, dass hier hinter uns zugegangen ist. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr in den Bereich hier zurückkehren. Beware, pay attention when working the ground shafts and holds. Also ja, runterfallen. Okay. Instant Death. Und Last Save. Schön, dass es das gibt. Also ja, als Legend of Grimrock-Spieler ist man halt immer versucht, erst einmal in Falgrim runterzuspringen und gucken, was da ist. Aber hier ist das einfach nur ein Rätsel, um aus der Todesfalle rauszukommen.